Dominik. Meine Hobbys sind zum Beispiel Frisuren machen. Und dieses Hobby von mir geht auch in meinem großen Traum. Ich würde nämlich richtig gerne einen Tag lang als Hair Artist arbeiten. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mir diesen Traum erfüllen könntet. Hallo, guten Tag. Es ist wieder Zeit für eine Überraschung bei Dein großer Tag. Heute überrasche ich Amelie. Amelie hat eine Menge Hobbys. Sie turnt gerne, sie schwimmt gerne und sie macht gerne Frisuren. Außerdem liebt sie es, Yoga zu machen. Und genau diese Yogastunde, die crashe ich jetzt. Um Amelie beim Yoga heimlich beobachten zu können, verstecken wir eine kleine Kamera. Hoffentlich entdeckt sie die nicht. Kurz darauf trudeln Amelie und ihre Yoga-Gruppe ein. Wir warten natürlich, bis alle die Augen geschlossen haben. Ja, spürt ganz tief nach innen, wie es euch heute geht, wo ihr vielleicht was weh habt. Augen zu, ihr Süßen. Tiefer. Oh, ich bin total entspannt. Mir geht's total gut. Hi, ich bin Johannes von Dein großer Tag. Ich suche Amelie. Hallo Amelie. Hast du irgendeine Idee, warum ich hier einfach in eure Yogastunde reinplatze? Ja. Was könnte es sein? Ich habe mich beworben, weil ich wollte eine professionelle Frisur machen. Bist du total entspannt jetzt wegen Yoga? Ja. Okay, pass auf. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder ich düse nach Hause, du machst weiter Yoga, oder du kommst mit mir. Und wir lernen 3 Tage von den Profis, wie man Haare schneidet, wie man Haare färbt, wie man Locken macht und. Und die zeigen dir richtig stylische Frisuren. Oh mein Gott. Hast du Bock drauf? Ja. Dann machen wir das. Willkommen bei deinem großen Tag. Ihr dürft sie knuddeln. Ihr dürft ihr gratulieren. Ich bin so überrascht. Ich bin jetzt gerade sehr aufgeregt und ich kann das gar nicht glauben. Schon eine Stunde später Hello. Sind wir bei Amelie zu Hause. Das ist ein Zimmer, cool. Ja. Alles selbst eingerichtet? Ja, auch Wände gestrichen haben wir, glaube ich, letztes Jahr neu gemacht. Ist es immer so aufgeräumt? Nein. Also eigentlich liegen hier immer eher alles auf dem Boden. Meine Mutter hat mich ein bisschen veräppelt. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, dass sie will, dass ich es schaffe, 3 Tage mein Zimmer ordentlich zu lassen. Ach so, weil deine Mama eingeweiht war und du hast ihr so gesagt, Mama, was willst du, oder? Ja. Und du hast Fische, sehe ich. Ja. Also, was sind das für Fische? Die blauen und diese roten sind Neons. Die orangenen, das vergesse ich jedes Mal, weil die sind auch neu. Und hier vorne, da habe ich noch einen Wels. Ach, da unten? Das war meine erste Frisur, die ich mir selber gemacht habe. Du musst mir helfen, ich bin nicht so der Frisurenchecker. Wie nennt man die dann? Einfach? Ich weiß nicht. Das sind einfach 2 Töpfe. Das ist die erste Frisur. Du bist ja schon richtig gut in Sachen Haarstyling, ja? Was kannst denn du schon alles? Eigentlich, also viele Dinge probiere ich einfach und dann gucke ich einfach, ob ich es kann. Also ich kann halt so einflechten, dann kordeln und halt einfach normal flechten, so Dutz. Aber die kann ich nicht so gut, aber der ist ganz gut geworden, dann normale Zöpfe. Woher kommt denn dieser Wunsch zu sagen, hey, ich will Haarstyling-Profi werden? Ja, früher hat mir meine Mutter immer die Zöpfe zuerst gemacht und dann hat es mich noch nicht so interessiert, aber dann habe ich immer YouTube-Videos geguckt von so Frisuren und dann habe ich auch selber angefangen, einfach probiert. Es hat mir Spaß gemacht. Soll ich dir verraten, was wir morgen machen? Ja. Wir beide fahren morgen zusammen in eine Friseur- und Kosmetikschule. Cool. Und da lernst du von Anfang bis Ende alles, was man können muss, um ein Frisurprofi zu werden. Das ist richtig cool. Schon am nächsten Tag beginnt Amelies großes Abenteuer. Genau. Möchte ich jemanden vorstellen? Das ist Katharina. Katharina unterrichtet hier. Und die kann dir eigentlich mal zeigen, was abgeht, oder? Hallo Amelie, Hallo. Ich bin Katharina. Freut mich, dass du bei uns bist. Ja. Wir gehen jetzt direkt auch in den Praxisraum. Mhm. Und dann zeige ich dir mal so ein bisschen, wie es bei uns tagsüber läuft. Und ein bisschen was von der Praxis, ja? Ja. Okay, da darfst du mitkommen. Hier findet unser Alltag statt. Ja, hier werden Haare geschnitten, gefärbt, Dauerwelle. Hier werden auch Kunden bedient. Ja, wie du siehst, sind alle auch schon fleißig am Arbeiten. Zum Beispiel hier
bei der Dame. Wurde jetzt der Ansatz gefärbt, die Haarfarbe wirkt jetzt ein bisschen ein, 25 Minuten ungefähr, dann wird das ausgespült, dann bekommt sie noch einen schönen Haarschnitt, eine Föhnfrisur. Hier geht's weiter. Ich finde, Sie sehen bezaubernd aus. Ja, super aus. Hier haben wir die Medien. Da wird geübt, geschnitten, gefärbt, geföhnt, gestreht. Medien, so werden die Puppen mit Echthaar genannt, an denen die Schüler hier üben. Damit es keinen Ärger gibt, wenn mal was nicht ganz so gut klappt. Schau mal, hier hinten haben wir unsere Farbecke, unseren Mixraum, unseren Waschbereich. Hier wird natürlich schamponiert, hier werden Haare gewaschen, hier wird auch eine Farbe ausgespült. Was auch immer sehr, sehr wichtig ist, Handschuhe tragen, ja. Weil wir arbeiten ja mit Chemie, da ist es sehr, sehr wichtig, die Haut auch zu schützen. Für dich habe ich aber etwas vorbereitet in einem separaten Raum. Hast du Lust, unser Handwerk ein bisschen kennenzulernen? Ja. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen hier richtig sein. Hier ist noch niemand. Genau, doch, also. Ich bin da. Hallo. Du musst die Amelie sein. Ja. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin der Aldin. Ihr könnt gerade einmal mit mir kommen. Und zwar... Das ist die Frau Bergmann, so nennen wir sie. Und wir machen heute ein paar Sachen an ihr. Ich zeige dir ein bisschen ein paar Schnitte, dann färben wir und machen ein paar Locken. Hast du Lust drauf? Ja. Ja, super, das freut mich. Okay, dann fangen wir erstmal mit dem Schamponieren an, weil die muss ja erstmal ein bisschen nass werden, damit wir sie schön schneiden können. Wichtig ist, dass wir erstmal Handschuhe anziehen. So, jetzt müssen wir die richtige Wärme einstellen. Dass es nicht zu heiß wird und auch nicht zu kalt. Okay. Überall auch am Nacken, das ist ganz wichtig. Wie fühlt sich die Frau Bergmann denn an? Auf gar keinen Fall so wie meine Kompaut. Amelie wird von Aldin gleich voll eingespannt. Dann würden wir einmal wieder zurückgehen. Dann nehmen wir hier die Bürste und bürsten einmal durch. Merkt man aber, dass sie schon gemacht hat, oder? Ja. Den Durchbruch. Genau. So, ich zeig dir erstmal, wie wir das am besten abteilen. Das nennt sich Kreuzscheitel. Und dadurch haben wir einfach eine bessere Übersicht später, wenn wir schneiden. Wir fangen hier an, hier vorne. Du orientierst dich hier am besten an der Nase. Ziehst das hier so zurück, bis nach unten. Am Anfang ist es ein bisschen schwer, aber das kriegst du hin. Das ist die sogenannte A-Achse. Die B-Achse folgt jetzt von Ohr zu Ohr. Das ist auch der höchste Punkt am Kopf. Das kämmst du schön weg. Und dann hast du hier diesen Kreuzscheitel. Mhm. Magst du es jetzt mal probieren? Mhm. So. Okay, also... Du orientierst dich einfach nur an der Nase und gehst dann... Genau, perfekt. Das kämmst du weg, super. Und bis ganz nach unten. Genau. Super. Und jetzt kommt die B-Achse. Die ist hier vorne. Von Ohr zu Ohr. Versuch das auch gerade runterzuziehen. Sehr gut. Nachdem Amelie die Haare von Frau Bergmann in 4 Abschnitte geteilt hat, werden sie jetzt weggesteckt, genau, um besser schneiden zu können. Genau. Und dann fangen wir schon auch mit dem ersten Passé an, mit der ersten Abteilung. Die fängt hier unten an. So, dann nimmst du hier den Mittelteil, kämmst das schön sauber, ziehst es hier so nach unten und kannst dann hier so schneiden. So, jetzt gebe ich dir mal die Schere. So, machst deinen Daumen rein. Siehst du? Hier deinen Daumen und deinen Ringfinger hier hoch und die anderen 2 da drauf. Okay. So? Ja. Genau. Wo ist die Schnittlinie? Hier unten ist das. Okay. Ja, ist am Anfang ein bisschen schwer zu sehen. Und dann? Genau, und dann schneidest du. Immer nur bis zum 2. Fingerglied und dann nimmst du das nochmal. Jetzt nimmst du nochmal den Kamm. Ja, das muss man am Anfang immer üben, wie man den Kamm und die Schere gleichzeitig hält. Genau, runterziehen. Das sieht nicht so einfach aus. Aber beim ersten Schnitt muss auch nicht gleich alles passen. Oh, nicht schlimm passiert. Wichtig ist nur, dass wir das dann waschen danach. Okay. Als nächstes zeige ich dir die ansteigend gestufte Form. Das heißt, wir machen ein paar Stufen hier vom Oberkopf aus. Dann schneiden wir hier so rein. In nur einer Stunde lernt Amelie gleich mehrere Grundtechniken des Haareschneidens. Geh weiter hoch. Genau, und dann kannst du schneiden. Und winkelst das an.
Und dann kannst du pointen. Ja, genau. Das sieht doch schon mal gut aus. Perfekt. Muss ich jetzt eigentlich Hairstyling-Profi zu dir sagen oder kann ich noch Amelie sagen? Amelie? Amelie noch. Ja. Wie ist es denn heute gelaufen? Also das ist wirklich kompliziert. Als erstes die Haare in Teile unterteilen und dann muss man das halt immer abschneiden. Aber man darf immer nur hier bis zu diesem zweiten Fingerglied abschneiden. Wieso das? Weil es sonst ungerade wird. Ah. Okay. Ja, und dann gibt es auch noch verschiedene Arten. Ich glaube, das eine hieß Pointen, da schneidet man so schräg oben rein. Das war auch schwierig, weil man musste den Kamm dann immer, wie so, dann musste man die Finger so nach unten, und das ist so kompliziert alles gewesen. Aber es hat auch Spaß gemacht. 40 Gramm von der Farbe. Jetzt geht's ans Färben. Dass Amelie heute mit den Chemikalien Mixen. Arbeiten darf, ist eine absolute Ausnahme. Dafür muss man normalerweise mindestens 16 Jahre alt sein. Handschuhe und Schürze, klar, sind da Pflicht. So, wenn du jetzt den Ansatz von der Kundin siehst, wir nehmen mal an, sie hat einen Ansatz, die Farbe ist rausgewachsen, du siehst ihre Naturhaare. Und dann gehst du hier so dran, siehst du das? Mhm. Mit leichten Pinselbewegungen. Und dann nimmst du dir noch ein Passé. Jetzt bist du an der Reihe. Dann so. Genau. Das auch beim Färben stellt sich Amelie sehr geschickt an. Also zumindest kommt mir das so vor. Das ist auch so genau. Und was hast du gedacht, als du da diese Puffe angestrichen hast mit diesen Farbdingern? Das war cool, das war das Beste. Warum? Weil es hat Spaß gemacht. Hast du schon mal? Und das war auch nicht so kompliziert wie die anderen Sachen. Einmal föhnen, bitte. Friseurin Amelie macht Frau Bergmann jetzt die perfekte Ausgehfrisur. Du musst dir das so vorstellen, du machst es einmal drunter und trocknest erstmal nur. Okay. Also immer wieder hier so rausnehmen, trocknen, wieder rausnehmen. Amelie muss jede Strähne einzeln föhnen. Ganz schön viel Arbeit. Drehen, drehen. Weiterdrehen, bis weitergehen, mit dem Föhn auch mit. Das haben wir ja hier, haben wir die Ansätze gebracht. Können wir mal schauen. Siehst du den Übergang? Ja, hier. Hier ist dunkel und da wird es heller. Das war die Farbe, die wir vorher hatten. Mhm. Und das Dunkle ist, was wir gefärbt haben. So, Amelie, das ist deine erste Frisur. Ja. Die Frau Bergmann ist auch sehr glücklich darüber, über ihre neue Frisur und den neuen Schnitt. Und ich finde, du hast es echt toll gemacht. Du hattest viel Geduld. Du hast dir Mühe gegeben und viele Sachen haben auch sehr gut geklappt. Also Talent hast du auf jeden Fall. Genau. Wenn du Lust hast, solltest du das auf jeden Fall weiterverfolgen. Ja. Der erste Tag, Amelie, ist vorbei. Ja. Und du hast uns ja verraten, du hast noch einen anderen Traum. Weißt du noch, was du mir da gesagt hast? Nein. Ich weiß nämlich, dass du mal gern jemanden treffen möchtest. Ja, ich würde Marvi treffen. Marvi? Ja. Marvi ist wer genau? Was macht die? Die macht auch Frisuren. Und die ist auf YouTube aktiv, oder? Ja. Jetzt gibt's ein kleines Video von mir und das darfst du dir jetzt angucken. Achtung. Hi Amelie, ich bin's, Marvi. Ich hab gehört, du würdest mich mal gerne treffen. Kein Problem, komm doch morgen einfach mal zu mir und dann können wir uns ein bisschen kennenlernen. Ich freue mich auf dich. Ciao. Das ist voll cool. Das heißt, was machen wir morgen? Wir fahren zu ihr. Wir fahren zu Marvi nach Hause. Und sie macht mit dir Frisuren, Styling und ihr habt einfach einen super coolen Tag zusammen. Richtig cool. Ist es was? Ja. Hallo, hallihallo, ich bin's, der Marvi. Marvi ist erst 10 Jahre alt, hat aber schon vor 3 Jahren mit ihrer Mama die ersten Frisurvideos gemacht. Inzwischen stellen sie jede Woche ein neues Video ins Netz. Das verlangt viel Kreativität und auch Disziplin. Fluffigen, durchgezogenen Zopf. Marvi gibt Styling-Tipps, zeigt Bastelanleitungen wie hier für einen Adventskalender oder sie probiert zum Beispiel neue Halloween-Drinks aus. Das Blut soll den Rand schwänzen. Und dann geht's los. Amelie und Marvi sehen sich jetzt gleich zum allerersten Mal. Komm, lass einfach mal vor. Darf ich vorstellen, das ist Amelie. Hallo.
ich kommen dürfte, ja, ist sehr kein cool. Problem. Gerne kommen. Ist natürlich ein bisschen komisch, sich vor den Kameras kennenzulernen. Würde uns allen so gehen. Ja. Deshalb haben wir beschlossen, zum Warmwerden erstmal Sport zu machen. Ja. Ich will auch so ein Trampolin im Garten. Wie cool ist das denn? Auf dem Trampolin zeigen mir Amelie und Marvi, dass sie auch dabei echt was drauf haben. Yay! Ja! Yay! Zählt das? Ja, so halt. Das passt schon. Und wie kamst du auf die Idee, YouTube zu machen? Also, eigentlich hatte mein Bruder mal so eine Idee. Der hat halt immer gerne Kartentricks gemacht und dann wollte der einen YouTube-Kanal machen. Nur irgendwie wollte er es dann doch nicht mehr, weil er irgendwie doch sich anders entschieden hat. Und dann haben wir gesagt, machen wir doch einfach mal was. Und dann haben wir halt mit den Frisuren angefangen. Und hat sich später halt so entwickelt, dass wir halt auch so Vlogs und DIYs und so all sowas gemacht haben. Du warst bei so einem Friseurkurs, ja, ne? Ja. Was hast du denn da gemacht? Ja, wir haben halt Haare geschnitten und auch gefärbt. Das fand ich richtig cool. Oh, cool. Und was man gar nicht denkt, wie kompliziert es ist, beim Friseur die Haare zu föhnen. Echt? Ja, weil du musst immer irgendwie die Bürste direkt nachziehen und dann aber auch noch den Föhn und die Hand auch. Das ist kompliziert. Ja, ich föhne halt immer und ich dann auch, bürste aber ich so beim Friseur ist es halt anders. Die föhnen dann und gehen immer direkt wieder nach, oder? Ja. Marvis also, Zimmer kennen ihre Fans also aus ihren Videos. Hier steht schon meine Fanskalender. Walk in the club like a million bucks. First I hit the bar for a couple of shots. Sieht man total pink durch, bis man sieht. Okay. Oh. Oh. Hey. Okay, gucken, was die hier so... jetzt ist eine super Frisur. Okay, wir machen, was wir von der Seite am liebsten haben würden. Ich glaube das. Ja. Oder das. Ja, das oder das finde ich auch schön. Boah, wenn diese Haare hat... Das ist alles im Gesicht. Hier auch so. Das wäre gar nichts für dich. Nee. Also das fände ich nicht so toll. Das war's mit Frisuren hier. Okay. Mädels, kann ich ganz kurz stören? Ja, klar. Ihr seid schon bei Frisuren. Sehr, sehr gut. Darf ich mich zu euch setzen ganz kurz? Ja, klar. Okay, pass auf. Ich muss dir natürlich noch verraten, Amelie, wie es morgen weitergeht. Du hast jetzt ja den einen Tag gehabt in der Friseurschule. Ja. Jetzt hast du Marvi kennengelernt. Ja. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich irgendwie noch toppen. Morgen wird's richtig ernst. Okay. Ich habe dir nämlich ein professionelles Model organisiert und du musst sie komplett stylen, eine richtig krasse Frisur machen und das war's noch nicht. Es kommt auch noch ein professioneller Fotograf und der shootet das Model. Und du bist die Stylistin, die das Model komplett fertig macht. Wie cool. Cool. Was macht sie dann dem Model eine Frisur? Ja, genau, das ist das Ding. Ich brauche dich jetzt als Experten vielleicht. Oh, okay. Wir müssen uns nämlich jetzt entscheiden, welche Frisur das Model morgen bekommen soll. Okay. Guck mal, ich habe was mitgebracht. Ich versuche mal, mein Bestes zu geben. Wir haben hier die Frisuren zur Auswahl. Lieber was Lockiges oder eine Frisur mit Zöpfen. Bei der Auswahl ist Marvi für Amelie eine große Hilfe. Das ist auch cool. Ja, das ist schön mit diesem gedrehten, ne? An ihrem großen Tag bekommt Chefstylistin Amelie Unterstützung von Friseurlehrling Melek und Model Esma. Und das war die hier. Du hast einmal viel mit Wellen. Da sind Wellen gemacht worden und wurde auch geflochten. Mhm. Ich denke, wir kriegen das halt gut hin. Zusammen. Ja. Los geht's mit dem Make-up. Wenn du möchtest, kann ich dir das eine Auge vorschminken und du kannst das zweite dann nachschminken. Magst du mal probieren? Okay. Pinsel. Außen anfangen. Genau. Okay, so. In der Lidfalte bleiben. Und auch eher kreisende Bewegung. Genau. Dann beginnt das Hairstyling. Wir lassen uns ja inspirieren von diesem Bild. Die Haare. Steck den Rest hoch. An. Glätteisen einfach nach links. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Locken machen mit dem Glätteisen. Okay, da bin ich raus. Du drehst es ja nach links, hier lang. Einfach locker lassen. So. Und jetzt nach links drehen, schräg. Umgreifen.
genau. Jetzt geht's ans Flechten, Amelies Spezialität. Ich nehme halt immer so direkt immer was von da mit. Und jetzt noch einmal. Und jetzt einfach nur noch einmal. Das komplette Styling dauert über 2 Stunden. Aber Amelie zeigt viel Geduld und Liebe zum Detail. Hier sieht man immer den Stängel besser. Jetzt fertig. Schön. Bist du jetzt zufrieden? Ja. 100%? Ja. Das heißt, wir können so jetzt zum Fotoshooting gehen? Ja. Hallo. Sarah, oder? Hi. Johannes. Genau. Das ist und du bist Amelie? Hi. Schön, dass du da bist. Hallo. Oh, du siehst ja schon toll aus. Ich habe mir schon ein paar Sachen für dich überlegt. Wollen wir mal ein bisschen nach hinten gehen und schauen, was wir machen? Geh gerne vor. So, schau mal, wenn du dich einmal umdrehst, siehst du so ein bisschen was, was wir so hier machen. Wir machen ja heute eher klassisches Kopf-Brust-Porträt, damit wir deine Arbeit gut sehen. Ich habe jetzt gedacht, wir variieren ein bisschen. Hast du bestimmte Wünsche? Ich habe gedacht, wir machen mal sowas in dem Stil hier. Können aber auch mal was Dunkles machen, mit Lichtschatten spielen. Hast du Wünsche oder Ideen? Das ist mir eigentlich egal. Wir gucken einfach zusammen, oder? Ja. Amelie wirkt noch ein bisschen überfordert, aber Fotografin Sarah baut sowieso erstmal das Licht auf. Also das Model wird ungefähr hier stehen und ich habe mir gedacht, wir werden mal ein Kopflicht setzen. Das heißt, wie der Name schon sagt, ein Licht auf den Kopf. Und dann setzen wir natürlich auch ein Licht von vorne. Nehmen wir mal das große, das ist ein schönes, weiches Licht. Du darfst mal so ein bisschen nach vorne kommen und zwar ungefähr darfst du hier stehen bleiben. Genau. Ja, ein kleines Stückchen bitte wieder zurück. Genau, so bist du ungefähr zwischen den 2 Lampen. Dann fangen wir mal ganz nah an vielleicht. Ja. Schau mal, da ist so eine Strähne, was meinst du, die vorne im Ausschnitt hängt? Magst du die wegnehmen oder machst du ja, auch und vielleicht noch auf der Seite ein paar auch noch. Ja, mach so, wie es dir gefällt. Das ist deine Frisur und das darfst du richten. Jederzeit. Wenn du noch was brauchst, Haarspray oder so, sagst mir Bescheid. Wir haben alles genau. Hin. Jetzt gerne noch mal mit dem schönen Strahlen. Sehr, sehr gut. Ja. Super. Das Fotoshooting beginnt. Jetzt traut sich auch Amelie, Sarah dabei zu helfen, das perfekte Foto zu machen. Okay. Super in der Szene, genau. In die eine Haarsträhne. Genau, Blick ist super. Ding, 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 so fertig. Sehr gut. Hier, du darfst gerne schon mal. Auch als Model zeigt Amelie viel Talent. Und lehn dich mal so ganz lässig nach vorne auf. Oh ja, das ist gut. Ein bisschen zum Licht. Genau. Oh. Super. Cool. Und am Ende übernimmt Amelie sogar die Kamera. Und testen wir mal beides. Lass uns mal schauen, was du gerade gemacht hast, alles. Unsere Fotoserie kann sich echt sehen lassen. Das war dein großer Tag, Mensch. Was ich mich jetzt frage, wirst du Friseurin, Stylistin oder Fotografin? Was wird's? Ich weiß es nicht. Du hast auf jeden Fall so viele Talente. Ich finde, du hast es super gemacht. Wie hat es dir denn gefallen? Es war sehr interessant und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich habe viel gelernt. Wir machen mal irgendwie Grimassen, oder? Irgendwas okay. Lustiges. 1, 2, 3. Und nicht vergessen, wenn auch ihr einen großen, unerfüllten Traum habt, bewerbt euch bei uns. Ich würde mich freuen. Okay, wir sehen uns. Yeah.